Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Dieg im Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der das Chaos. Hallo. Dies das Ananas. So. Wir sind hier unterwegs im Kapitel 3. Latakai-Durchbruch. Den wollen wir jetzt durchführen. Das heißt, wir fahren jetzt ans Mittelmeer. Ist kurz vor der Insel Zypern. Sieht eigentlich nicht schlecht aus da. Ist eine schöne Gegend. Mal gucken, was wir machen müssen. Ich habe den Stingray und das Chaos fährt natürlich wieder den Leo 2AV. Video! Ja. Sieht schick aus, das Haus. Once again, I'm in need of your assistance. The ISD took Douglas to their base in Latakia. Fedor started the interrogation, but they were interrupted by the CI attack. The intruders left the base. Doesn't want to ride at all. Okay, wir müssen hier ausrücken. You must help Fedor and protect Douglas. Don't let us down. Unsere Basis angegriffen, oder wie? Glad to hear your voice, Alpha One. It's getting hot in here. Let's fight our way through to the harbor. I'm escorting Douglas. You're covering us. Your first target is enemy artillery. Back up, O'Reilly. We're moving out. Going where? Are you crazy? We're dead the second we get out there. We're dead either way. Move out. Ich darf nicht ganz vorne stehen. Ich hoffe, dass hier irgendeiner der dicken Jungs das mitkriegt, dass ich hier... Na, vor allem, wir sind auf einem Level niedriger. Ja, das macht erstmal nichts. Mein Problem ist, dass ich irgendwie vorne stehen darf. Und so ein Artillerie-Hit darf ich auch nicht mitkriegen. Komm, Dicke, fahr raus. Sonst machst du Bumm. 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 Oder. Ja, ich. Bei mir ist jeder Schuss drin. Ich habe keine. Ich habe quasi keine Panzerung. Unsere Versorgung kannst du hier brauchen wir eh nicht, oder? Au. Von der Seite kriege ich es jetzt auch noch. Hol die Aki hier. Alpha One, we're moving out. Das ist das nächste, du musst hier ziemlich doll in Bewegung bleiben, weil die Gegner-AT doch ziemlich gut reinhält hier. Alter, das ist ja echt Broken Arrow hier, das ist ja alles durcheinander. Du musst es schon reparieren? Ja. Die AT müssen wir da erstmal rausbomben. Die muss weg. Ja, die haben mir ordentlich teilweise mitgegeben. Ja, nee, ist klar. Die ganze Zeit zeigt der Marker an, dass ich durchkomme und dann. Affirmative. For one, do you copy? Was ist los mit ihm? Damn. Jamming the raid. Find the. Ich glaube, der hat irgendwas mit seinem Funkgerät, kann das sein? Das sah gut aus. Nein, dein Flug ging gerade. Ich muss dann gerade mit einem, da wollte ich gerade sagen, zusammen. Ekelhaft sowas. Wo haben wir denn alle das Panzerfahren gelernt hier, die Jungs? Immer wieder das gleiche, von allen Seiten. Ey. Da hinten ist noch Merkaba MK1. Ich hol uns doch mal das letzte Ziel hier. Direkt voraus. Alpha One! Loud and clear, Alpha One. Listen, you must deal with the guards to get to the harbor. Von hinten kommt der Leo fast. If they don't get us out of here, I'll tell you everything I know about CI. Wir müssen die Makaba müssen wir ja beschützen, ne? We'll be fine. Hey! You there! On the ship! A little help?
defense battery. All right. We'll think of something. Down. Ah ne, hier da. Fido müssen wir beschützen. Der hat noch 2900 von irgendwas. Und rammelt sich hier gerade an so einem Wrack kaputt. Naja, gut, was soll das machen? Wenn der KI was im Weg ist, dann schiebt sie einfach weiter. Ja, ja, die ist da gnadenlos quasi. Oh, zwei Kills abgestaubt hier. Ich habe jetzt eher Quetsch drin, ich habe jetzt nur was gegen leichte Ziele. Okay. So eine Arti oder so ist ein leichtes Ziel. Schöne Gebäude aber hier, finde ich. Also das Level sieht schön aus. Ja. Es ist mal ein bisschen zu linear, muss ich sagen. Aber es sieht schön aus. Ja, das auf jeden Fall. Ah! Mal zurück! Oh! Jetzt habe ich voll eine Rakete gekriegt von vorne. Die wollte ich jetzt gar nicht haben. Oh, hier ist direkt einer vor mir. Wer denn hier? Da bin ich in eine Richtung mal gesmoked. Von hinten ist wieder einer reingekommen. Down. Überall Panzer. Was sagst was du? Was soll das? Kannst du nicht sagen. Jetzt aber auch weggeraucht. Ich bin aber immer noch. Nee, ich bin nicht mehr gesichtet. Oh, sorry. Oh, nicht mehr schlimm. Für die Schramme. We captured the battery. Roger that. Striking. Jetzt müssen wir drei Bosse dann noch bekämpfen, okay. Wow. 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 Ich bin schon durch die Gegend hier. Ach, oh. Ja, eliminate enemy commanders. Otherwise we can't get through. Aber ich werde die ganze Zeit blockiert. Ich komm da, der steht gut hinter der Deckung, da komme ich nicht ran. Das ist glaube ich auch nicht richtig, was ich hier mache. Bei dem nicht frontal rein beim Gegner. Ja, der Abrams ist ein bisschen hart vorne. Ich habe ihn erstmal auf mich gezogen. Oha, aber auch kleine, ich krieg dafür, danke. Ich habe das Sichtmodul zerstört. Er muss den Turm weiter drehen, sonst habe ich keine Chance. Also, mal nicht alle frontal davor stehen. Kann man hier irgendwo außen rumfahren? Ja, kann man. Sollte ich reinkommen? Ah, dahin komme ich nicht durch. Sagt mir einen kleinen grünen Computer. Ja, das ist direkt unter der Gun quasi, da wo sein Sichtgerät ist. Mhm. Ja. Ah, komme ich nicht rein. Ich bin dran. Ah, jetzt habe ich noch einen gegeben. Ah, Helikopter kommt. Ah, da kann ich jetzt erstmal auch nichts hinkriegen. Kein Kirsch, kein Spucker. Also es ist ein ganz schönes Angerempel hier durch diesen Schlauch. Ja, das ist viel zu viel, das Level. Oh! Keine freie Sicht auf irgendeinen Gegner. Jeder fährt dann in die Schusslinie. Wo ist denn der Helikopter? Oh, ich hab meinen Clip raus. Genebelt finde ich hier. Ist irgendwo über uns. Ja, Leute. Er ist zu nah. Da kriege ich gar nicht hoch. Ja. Ah, ich habe jetzt noch eine gefangen von dem Typ da hinten. Wenn ich noch eine kriege, ist die vorbei mit mir.
den Helikopter unbedingt abmieten, oder? Ja, der spottet halt immer wieder und schießt doch ab und zu. Mit Raketen. Ah, jetzt komme ich nicht durch. Wo schießt denn der? Ich sehe den Helikopter auch gar nicht mehr. War nicht hinter dem Gebäude oder so. Von der Geräuschkulisse her würde ich sagen, das ist hinter dem Gebäude, aber. Das ist ein Merkava MK2. Oh fuck. Ich hab frontal vom BMP gekriegt. Nicht mal viele HPs, die ich reinwerfen kann hier in das Geschäft. Ja, ich auch nicht. Aber ich umfahre den. Da kam er down. Puh. Perfect. Let's get aboard and move out. Beschütze Fedor, wo ist der denn jetzt ab? Der kriegt jetzt wahrscheinlich von dem scheiß Heli oder was? Wahrscheinlich. Der Heli hält 3 Faxenschüsse. Ich krieg von hinten. Ja, ich krieg ja. Down. Sorry. Der Sprute hat mich eliminiert. Eine Medaille weniger, wir kriegen hier so. Nicht die, dass alle überleben. Hm. Und du hast 12 Kills. Ja. 16.000 Schaden und 4.149 habe ich genommen. War schade. Hätte gerne überlebt auch mit, aber naja gut. Hat geklappt. Mission haben wir trotzdem gewonnen. Auch wenn wir einen Verlust hinnehmen mussten. Fine. A deal's a deal, Fedor. Give me the map. I'll show you where Sebastian's base is. Really? Well, that's unexpected. Prepare yourselves, guys. We have a long sail ahead of us. War auf jeden Fall eine ordentliche Ballerei. Ja. Ja, aber dass ich in dem Stingray platze, das ist meiner Fahrweise schuldig, das auch ein bisschen. Also weil ich sonst immer Main Battle Tanks mit ordentlich Panzerung fahre, wo ich dann auch mal vorne stehen kann und mal ein paar nehmen kann. Und wenn ich dann mit dem Stingray unterwegs bin, habe ich meistens das Problem, dass ich das nicht richtig ausspiele halt, ne? So, aber wir haben. Oh, ich habe einen Booster sogar gekriegt für meine Spielweise. Naja, immerhin das. Und Kevin Gray kann an dich aufsteigen. Auch sehr schön. 33.000 EPs und ein bisschen über 500.000 an Geld, 33 von den anderen Münzen im Team, haben wir doch gar nicht mal so schlecht dagestanden. Meisten Schaden sogar rausgehauen. Dafür liebe ich den Stingray. Das ist einfach, das ist so ein richtiger, da machst du richtig Schaden mit. Der hat eine richtig, richtig gute Gun. Okay. Also das, was die Merkava abgeht, ne? Der Merkava hat auch eine Gun, wo du 4 Schuss drin hast, genauso wie der Stingray, aber den Stingray mag ich, den Merkava mag ich nicht. Weil der Stingray, der hat auch Alpha, der hat gute Durchdringung und alles. Ganz merkwürdig. Naja, vielleicht kommt der Merkava da noch hin. So, das war eine Runde Armored Warfare hier aus Team Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Oh, jetzt bin ich ein bisschen langsam geworden. Bei uns war der das Chaos. Ja, tschüss. Ja, tschüss.